Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic. Schön, jetzt können wir ja endlich weitermachen mit der Hauptquest. Ich habe auch echt Bock, ganz ehrlich gesagt, heute jetzt erstmal schön weiterzuzocken. Ich denke, jetzt werde ich heute nichts anderes tun den ganzen Tag, außer hier dieses Spiel zu zocken. Ich finde auch gerade, dass die Story doch sehr interessant wird. Mir fällt auch gerade ein, wir haben ja den Luxus. Wir haben ja schon den Luxus, dass wir uns teleportieren können. Moment, dann suchen wir uns nochmal den Teleport in die Hafenstadt aus. Genau. Und dann finden wir doch erstmal, wir finden heraus, was es mit Watras auf sich hat, genau. Und dann sollten wir ja auch mit den Händlern reden, weil denen wurden ja irgendwie gefälschte Minenanteile verkauft. Von irgendwem, von wem genau, wissen wir nicht. Es steht zumindest nicht in der Questlog. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht erstmal bei Matteo fragen. Ich denke mal, das ist der erste Händler, den wir so kennengelernt haben. Und vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Mal sehen. Moin Matteo, na, alles klar? Du hast Minenanteile in deinem Sortiment. Wer hat sie dir verkauft? Minenanteile? Ups, wo kommen die denn her? Keine Ahnung, wie ich daran gekommen bin. Ehrlich nicht, Ehrwürdiger. Zeig mir deine Ware. Ach so. Ah, ich kann mich aber daran erinnern, dass man, wie heißt es, die Leute nicht darauf ansprechen soll, sondern diese Teile einfach kauft. Moment. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas war es gewesen, Leute. Naja, dann empfinden wir das erstmal. Moment, Lucias Abschiedsbrief. Erzminenanteil, mal sehen. Erzminenanteile. Dem Eigentümer dieses Schreibens ist es gemäß des königlichen Erlasses zur Gewinnung von Vermögen aus Reichsgrund erlaubt, sich als Prospektor auf königlichem Grund und Boden zu verdingen. Seine Schürftätigkeiten nahmen sich auf das Gebiet einer königlichen reichskleinen Parzelle zu beschränken. Was ist denn eine Reichskleinparzelle? Egal. Reichskleinparzellen sind durch den Erlass zur Größe von Schürfgrund auf einer Fläche von 16 Rechtsschritt in den Flächen und nicht mehr als 3 Schritt in bla bla bla. Alles in Ordnung. Mal sehen, was steht im letzten. Ist es dem Pächter nicht möglich, die fällige Abgabe fristengerecht zu entgelten, fallen alle Rechte an Grund und Boden zurück an das Reich. Gezeichnet königlicher Prospektor. Salandril. Salandril, das war doch, es war doch einer der Händler im oberen Viertel. Ja, natürlich, natürlich. Ich bin mir sehr sicher, das war der Typ, der auch eine Kiste hatte, die nicht geöffnet werden können, kann. Es könnte, also ich bin ja der Meinung, dass da eventuell auch ein Blutkelch drin versteckt ist. Und es passt doch eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir ihn platthauen. Das wäre schon ziemlich cool, weil er hat bestimmt den Schlüssel für die Truhe. Und dann können wir ihn erstmal fett platt machen. Das wäre schon sehr cool. Vielleicht schnappen wir uns ja dann sein, aber sein Haus ist mir eigentlich zu klein. So, das Haus ist ganz gut gewesen. Das hat 2 Etagen und so. Aber hier die haben ja nur das Erdgeschoss. Das da oben ist einfach nur Deko. Meine, er war es gewesen. Ja, okay, wir speichern einmal vorher. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Und was ist mit diesen gefälschten Erzminenanteilen, die du überall im Land verschachert hast? Es ist deine Unterschrift drauf. Du bist schuldig. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Ach ja, greifen tatsächlich. Ach okay, ja, das wird ein schöner Kampf. Na komm her, Salandril, kleiner Bastard. Zack, zack, zack. Das machen wir auch gerne mit dem Degen. Lassen wir die Magie sofort stecken. Ich hoffe nur, er ist nicht zu stark. Aber ich glaube nicht. Sollte machbar sein. Ja. Oh ja, sehr schön. Er hat bestimmt den Schlüssel. Oh, ich hoffe, dass wir da einen Blutkelch drin finden. Mal sehen, was hat der Essenz der Heilung? Käse. Hier hat er nochmal 2 Anteile. Aber er hat keinen verdammten Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Hm. Ach, das ist ja eine Katastrophe. Ich hatte ja gehofft, dass er den hat. Hm. Er ist schon sehr eigenartig. Okay. Aber egal, das mit den Blutkelchen, das werden wir noch ein andermal machen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Hm, vielleicht sollten wir ihn töten, mal sehen. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Er fragt uns wirklich, was wir wollen. Hallo, du sollst in den Knast. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Er ist ja einer. Er bekommt gleich sofort nochmal einen aufs Maul. Also wirklich... Und will er jetzt nicht mal langsam losgehen? Hallo? Verschwinde! Was? Ja, ich hätte ihn töten sollen. Egal, wir lassen ihn. Wir lassen ihn mal stehen. Ist in Ordnung, ich will ihn lieber bei uns im Kerker verrotten sehen.
Wambo lassen wir mal da, die alte Schnarchnase. Er ist ein Gangmitglied wegen den Klamotten, er ist in Ordnung, der Arbeiter, keine Ahnung, wer das ist. Er fegt auch hier die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, hier gibt's eigentlich gar nichts zu fegen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus, so mit dem Moos dazwischen und so. Moment, genau, wir gehen dann mal zu Watras. Ich kann es ja irgendwie nicht so richtig glauben, dass die Quest jetzt mit den Erzminenanteilen schon fertig ist. Das war mir ganz ehrlich gesagt ein bisschen zu lasch, dass er da mit seinem Namen unterschrieben hat. So, ich würde eigentlich eher spontan davon ausgehen, dass Salandril irgendwie über den Tisch gezogen wurde. Also es wäre schon sehr eigenartig, wenn die Quest jetzt hier schon direkt aufhören würde. Also ich denke, sie geht weiter. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Enos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht. Möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinis sein. Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich in der Stadt ablöst. Dann kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Ach, er will nicht mal wissen, was das Problem ist, um uns dann später zu sagen, dass er... Oh, ich kann doch nicht helfen. Davon habe ich leider keine Ahnung. Naja, egal. Er hat gesagt, wir sollen einen der anderen Wassermagier holen. Ich denke, dann kommen wir über den Teleporter eigentlich am schnellsten zu denen hin. Ja, das müsste eigentlich ein recht kurzer Laufweg sein. Aber die müssten ja eigentlich noch im, ja, auf der anderen Seite, auf dem versteckten Teil des der Insel sein. Ja, so würde ich das mal einschätzen. Naja, wir gehen weiter. Eine schöne Wanderschaft. Wunderbar. Ist immer wieder schön. oh Mann. Okay, kommt Leute, wir gehen hier schön hoch. Vielleicht ist hier auch Respawn, könnte sein. Haben wir eigentlich Mana? Okay, wir haben eigentlich genug Mana am Start, dass ich das irgendwann mal sage, obwohl der Balken nicht voll ist. Ach, unser Fleischwanzenbrüder. Hallo Jungs, na alles klar. Sehr cool. Die alten permanenten Party. Wir haben auch noch nie... Ich glaube, wir haben in diesem Teil haben wir noch keine Spruchrolle gefunden, um uns in eine Fleischwanze zu verwandeln. Weil sonst würde ich mit denen auch mal ein bisschen Party machen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Moment, ich glaube... Ach so. Dann sind wir, ich glaube, dann nochmal hier durch den und dann sollten wir eigentlich im Tempel sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, okay, cool. Dann sind wir schon mal im Tempel. Und dann müssen wir nochmal die Seite wechseln. Also hier drüben scheint ja keiner zu sein. Okay, Nefarius. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die da sagen, wieso er tot ist. Ist auch sehr eigenartig, dass wir einfach diese Notiz von ihm nicht lesen konnten. Und auch nicht, ja, nicht mehr im Inventar haben. So, das ist, okay, stand doch nur ein Blatt Papier drauf, ne? Aber dennoch habe ich da irgendwie ein bisschen Angst, dass das gebuggt ist oder so. Es könnte ja sein. Komm, dann gehen wir nochmal hier durch den Teleporter. Mal sehen. Warte, ist das nicht Nefarius? Nee, das ist Medarion. Das ist irgendeiner. Okay, ich denke, Nefarius ist tot. Oder er könnte aber auch vielleicht hier leben noch, oder? Nein, das ist Myx hier. Da vorne ist Satoras. Wer ist das? Das ist vielleicht Kronos. Ja, und da vorne, wer ist er? Mal sehen, ihn kenne ich jetzt nicht. Ja, Nefarius, ne. Ja, okay, er lebt noch anscheinend. Hey. Ja. Sehr interessant. Nefarius lebt. Aber wir haben auch schon seine Leiche gefunden. Es ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Egal, wir reden einfach mit Satoras, dem Boss. Hey. Ich habe die Gefangenen befreit. Sehr gut. Mögen sie wohlbehalten in ihre Heimat ankommen. Ach, wir können hier gar nicht... Adanos möge dich schützen. Moment, nicht mit Satoras, vielleicht müssen wir vielleicht mit Kronos oder so reden. Weil Watras hat doch gesagt, wir sollen einen der Wassermagier holen. Hey, du. Nee, ach okay, hier können wir aber handeln. Lass uns handeln. Das sollten wir vielleicht tun. Er hat sogar richtige Mana-Tränke. Boah, die kosten 2000. Aber komm, wir holen die. Ist in Ordnung. Die holen wir auch, ja. Wir holen einfach alle Mana-Tränke, die wir sehen.
Achso, ach ja, wir hätten auch das Buch kaufen können in der Stadt. Na gut, das werden wir beim nächsten Mal tun. Okay, alles klar. Die Skelette lassen wir ihm mal. Wir gucken mal eben kurz. Ablösung für Watras. Watras wird bei meinem Problem bla bla nicht helfen können, solange kein anderer Wassermagier, keiner der anderen Wassermagier ihn ersetzt. Mal sehen, vielleicht müssen wir genau denjenigen ansprechen, der Watras sozusagen ja, ablösen möchte. Ja, hier können wir die Sprachen lernen. Er da vorne. Mal sehen, was er sagt. Warte mal. Wegen der Herrenhäuser. Ja? Die Orks scheinen sich für die Bibliothek der Gelehrten zu interessieren. Denkst du, dass sie die alte Sprache lesen können? Ich denke nicht. Aber wer weiß das schon? Vielleicht solltest du trotzdem besser dafür sorgen, dass sie verschwinden. Das Haus der Heiler steht mitten in der Sumpfregion und wurde von einer Menge Steinwächtern verteidigt. Es steht also immer noch? Ja. Fragt sich nur, wie lange noch? Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich die Zeugen der Vergangenheit in diesem zerfallenen Zustand sehe. Das Herrenhaus der Krieger wurde von Raven als Unterschlupf verwendet. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Vermutlich ist es die sicherste Festung, die in dieser Region noch zu finden ist. Im Haus der Priester waren jede Menge Minecrawler. Ist so eine Gegend nicht sehr ungewöhnlich für diese Tiere? Allerdings. Bei Adanos, seltsame Dinge geschehen in dieser Region. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Okay, das war jetzt doch ziemlich viel. Ist auch schon ein alter Tobak gewesen, aber schön, wir haben 500 Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe alle Herrenhäuser gefunden. Waren sie alle dort, wo ich es gesagt habe? Mehr oder weniger schon. Sehr gut. Dann hat sich meine Arbeit ja doch gelohnt. Ich danke dir. Ja, bitteschön, mein Bruder. Die Orks werden das Interesse an dieser Region bald verlieren. Wie kommst du darauf? Ihr Anführer ist tot. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Störungen dieser Art können wir jetzt nun wirklich nicht gebrauchen. Ah, sieht so schön mit der Sonne hinten aus, wie sie gerade untergeht. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Wir wollten mal gucken, was er hat. Elixier der Geschicklichkeit. Ach so, und das sind wieder so Mana-Tränke. Die benötigen wir noch nicht. Das mit dem Irrlicht lassen wir auch mal stecken. Ich bin aber gerade, wie ich hoffe, dass er jetzt der Typ ist, den Watras meinte. Nee, hier können wir Mana lernen. Dann haben wir eigentlich nur noch da oben den Typen, der eigentlich tot sein müsste. Oder nee, das ist, glaube ich, wer anders. Ach, das ist Myxier. Weiß gar nicht. Nee, den haben wir aber auch schon angequatscht. Wir haben eigentlich nur Nefarius noch. Hey. Aber er ist eigentlich schon tot. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Okay. Sehr interessant. Moment, das kann ja nicht sein. Hey. Adanos. Ja, Adanos, möge dich auch schützen, mein Freund. Das war jeder der Wassermagier. Oder vielleicht chillt noch einer hier, aber ich glaube es nicht, nö. Ja, in der Pfanne ist auch keiner. Hier steht ja auch nichts. Nee, er wird uns helfen, solange kein anderer Wassermagier ihn in der Stadt vertritt. Ach, das ist immer wirklich sehr eigenartig, Leute. Oder halt da hinten, nee. Die haben wir aber alle gefragt, okay, da hinten der eine Typ. Könnte noch ein Ziel sein, aber es ist sehr eigenartig. Nee, das ist doch Kronos. Ja, mit dem haben wir doch schon geredet, ja. Nö, mit denen haben wir doch allen geredet. Ein wenig eigenartig. Allerdings würde ich jetzt auch ganz gerne weiterkommen. Oder vielleicht ist ja einer noch hier im Tempel. Aber ich glaube es ganz ehrlich gesagt nicht. Ansonsten gucke ich dann einfach gleich mal kurz nach. Gucke ich einfach gleich mal kurz im Netz nach, was ich machen soll, dass er glücklich ist.
Es ist sehr eigenartig. Aber hier ist auch keiner. Nee, nee, Leute. Hier ist keiner. Wir haben ja eigentlich jeden angequatscht. Würde ich jetzt mal behaupten. Mir fällt kein Wassermagier ein, den wir übersehen haben. Wir haben eigentlich mit allen geredet. Ja. Oder man hätte jetzt bei Watras nochmal was nachhaken können, wenn man auf mehr geklickt hätte. Das finde ich zwar ein bisschen unlogisch, aber egal, Leute. Ach ja, einfach dieser super schöne Ausblick. Ich denke, der macht es kurz wett. Okay, Leute, ich würde sagen, bis gleich. Ich checke einmal kurz aus, was geht. Ja, jetzt habe ich es herausgefunden. Es stand da, wir müssen erst Raven töten. Und dann kommen wir weiter mit der Quest. Weil dann soll Myx hier sozusagen Watras ablösen. Ja, also, ja, haben wir bei Watras nichts falsch verstanden, sondern, ja, uns wurde, ja, leider kein Hinweis gegeben, dass man doch erst Raven töten muss. Dann ist sozusagen, dann soll das Add-on beendet sein. So habe ich das jetzt gelesen. Ja, bin ich jetzt die ganze Zeit überlegen, ob wir, wir haben eine Menge Mana-Tränke, das ist nicht so wie beim letzten Mal. Wir haben die Eislanze, sie hat Schaden gemacht. Wir können eigentlich Raven versuchen zu attackieren, auch wenn es super nervig wird. Ich hätte ja noch ganz gerne den nächsten Kreis der Magie abgewartet, dass wir den irgendwie lernen. Aber gut. Gut, gut. Ich denke, wir werden einfach dann zu Raven gehen. Wir gucken, ob einmal Kronos vielleicht noch irgendwie eine Spruchrolle hat. Irgendwie vielleicht irgendwie noch einen Dämon beschwören. Das wäre schon ganz gut. Lass uns. Ja, aber er hat nur Skelette beschwören. Ja. Ja, okay, vielleicht sollten wir die drei auch nehmen. Ich denke, wir werden erst einen Dämon beschwören und dann alle Skelette, die wir beschwören können. Aber nacheinander, weil sonst attackieren die sich ja gegenseitig. Warte, was nehmen wir noch? Die können wir selber machen. Ansonsten ja vielleicht so ein Unwetter. Das könnte eigentlich ganz gut Schaden machen. Ansonsten haben wir so einen Feuerregen eigentlich. Ah ja, wir haben auch einen Feuerregen. Ja, ich denke, wir sollten ihn eigentlich schaffen dieses Mal. Dieses Mal sollten wir ihn platt machen können. Geh mal davon aus, wir können uns heilen. Wir können, ja, wir haben ein bisschen mehr Mana. Nicht wirklich mega viel mehr Mana, aber ein bisschen. Zum Canyon, das ist zu den Piraten. Zum Tal ist, glaube ich, irgendwo in einem Tal. Zum Sumpf dürfte eigentlich passen. Zum Banditenlager, okay, hier müssen wir durch. Oh, verdammt, ach, das habe ich ja ganz vergessen. Oh, scheiße. Ob uns wohl die Wassermagier attackieren, wenn wir die Rüstung hier anziehen? Mal sehen. Oder müssen wir halt... Wir gehen erstmal in... Nee. Moment. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Oh Mann. Okay, sie scheinen entspannt zu sein. Dann gehen wir zum Banditen da. Okay, cool. Jetzt schließe ich dich auf, Mister. Ach so, also. Sie haben sich nur im Ton vergriffen. Jungs, ich gehöre doch zu euch. Bin nur einer von euch. Ich bin bald der neue Anführer. Aber ist cool, wir können Raven versuchen zu töten. Und dann werden wir Fortuno so viel Sumpfkraut geben, wie es nur geht, in der Hoffnung, dass er sich wieder an alles erinnern kann. Und uns dann natürlich verrät, wie wir am besten den schwarzen Weisen machen. Genau, weil Grüner Novize ist nicht stark genug. Halt, wir laufen schon falsch. Wir müssen jetzt rechts abbiegen. Ja, mit grünen Novizen ist zwar sehr cool, dass wir ihn schon machen können, aber wie gesagt, ist nicht stark genug. Wir brauchen härteres. Wir wollen uns ja auch richtig mit dem Schläfer connecten und nicht nur so halbherzig. Und da wir schon wieder sehr tolerant gegen das Zeug sind, brauchen wir auch was härteres. Ich hoffe auch, dass wir den Weg auf Anhieb wieder finden. Hier habe ich mir eigentlich auch gedacht, also hier im Tempel, guckt mal Leute, wir haben hier einen Weg, wir haben da einen Weg, wir haben da einen Weg. Wahrscheinlich kann man hier ganz verschiedene, ja, Dinge aktivieren und dann findet man bestimmt bei jedem Weg irgendwas Besonderes. Also ich glaube ja schon, dass das doch recht umfangreich ist, wenn man so den ganzen Tempel für sich entdecken möchte. Aber ich hatte schon Angst, dass die Tür jetzt zu ist. Sehr gut. Ja, ich meine, hier war es die ganze rechte Tür, genau.
Ah, das war auch, weil von links nach rechts sind wir gegangen. Jede Tür war die Niete und diese Tür hat funktioniert. Das stimmt. Das war schon bitter. Werden wir noch einmal vorsichtshalber speichern? Na, sehr gut, sehr gut. Ich spüre ihn auch schon. Wir werden ihn gleich so fertig machen. Na, okay, hier brauchen wir einmal den Fackel. Zack, da haben wir sie doch. Einmal hier entspannt rübergehen. Und dann muss man hier rechts den Weg komplett gehen, um dann hier durchzugehen. Nicht, dass man noch stirbt. Was mich auch fragt, kommt, wenn man hier steht. Okay, hier geht nichts auf. Ah, doch. Man kann einfach drücken. Ach, sehr gut. Moment, wir speichern hier einmal. Das wird ja dann wieder... Okay, hier sind Steinwächter. Oh, hier ist ein silberner Ring, ein kleiner Trank, eine rostige Axt. Da hinten ist auch noch ein Trank. Ja, okay, ich würde jetzt ungern gegen die Steinwächter kämpfen wollen. Aber die Musik ist so besonders hier. Egal, wir gehen einfach an die Kiste. Und dann zur Not. Ja, okay, ich glaube Feuerzauber. Vielleicht macht ja der Feuersturm doch Schaden gegen die. Das wäre schon ganz cool. Ja. Okay, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, nein. Rechts, links, links, rechts, links. Ach, verdammt. Einmal rechts, zweimal links. Ich glaube, dann einmal rechts und dann links. Ach nein, okay, verdammt. Einmal rechts, zweimal links. Zweimal rechts, dann wieder links und dann nochmal links. Okay. Moment, genau. Oh mein Gott. Es ist aber nur die Musik. Mann, da kann man dann nie sehen, was man... Ach, weil ich Panik hatte, Leute. Jetzt konnte ich nicht checken, was wir aufgehoben haben. Es war auf jeden Fall ein goldener Teller. Der sieht auch sehr wertvoll aus. Wenn da jetzt noch irgendwie was anderes drin war... Ja, dann werden wir es erstmal nicht finden. Das ist ein bisschen schade. Na, Moment. Wir werden erstmal an die ganzen Reichtümer gehen, die wir haben. Öffnen wir erstmal jeden Lederbeutel. Ja, cool. Haben wir 100 Münzen. Ah, ne, Sumpfkrautmischung. Sehr gut. Und dann verschwinden wir doch ab in den nächsten Raum. Ah, okay, jetzt sind sie da. Moment, vielleicht passt das ja mit dem kleinen Feuersturm. Das wäre schon ziemlich cool. Ja, okay, er macht zumindest Schaden an allen. Aber auch nicht gerade sehr viel. Ach, verdammt. Verdammt. Ja, ach, verdammt. Es war so klar. Das war wieder im Dunkeln sehen wir da nichts. Ja, verdammt. Na, egal. Okay. Wir lassen einfach die Tür kurz mal stecken. Wir werden uns erstmal um Raven kümmern. Achso, dann war das vielleicht der Weg in der Mitte. Könnte sein. Ah, okay, die Tür geht automatisch offen. Hier haben wir das mit dem Geist ja schon geklärt. Kann man eigentlich mit ihm reden? Warte mal. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen, ich meine, er redet vom Schwert. Das Schwert scheint ja auch sozusagen, ja, das sozusagen der Übeltäter zu sein. Er hat ja schon beim alten Volk für Ärger gesorgt. Und ja, jetzt hat's Raven in die Finger bekommen. Ja, und so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt sozusagen General der Armee der Finsternis. Ach ja, okay, wir werden hier nochmal speichern. Dann füllen wir doch unseren Mana auf. Vielleicht sollte man auch so einen Geschwindigkeitstrank nehmen, wenn man mit ihm kämpft. Ja, das sollte eine gute Idee sein. Ich denke mal, wir werden erstmal mit dem Dämon gegen ihn arbeiten. Und dann später mit den Skeletten. Moment, wir haben auf der 9 haben wir irgendwas. Das wählen wir mal ab. Das waren die beiden Heilzauber, natürlich. Moment.
Moment, jetzt haben wir ihn schon übersehen und dann brauchen wir die. Dann haben wir auf der 8. Genau, wir nehmen auf jeden Fall den Dämon. Ich denke, der wird uns am Anfang sehr gut helfen können. Harald ist am Start. Mit Harald sollte alles funktionieren. Ich habe ja auch das Gefühl, dass wir ihn aus Versehen treffen können. Oh, er hat ja Raven noch richtig viel Schaden gemacht. Aber übertrieben viel Schaden. Okay, dann wir suchen nach Mana. Ha. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, ich dachte mir jetzt nur, oh mein Gott, war das einfach. Harald hat ihn einfach zweimal geklatscht und der Typ ist tot. Das kann ja nicht wahr sein. Die Klaue Belias, die nehmen wir gerne an uns. Hat er irgendwas Interessantes? Ach, er hat die Tafeln. Ach ja, aber zumindest hat der Sumpfkraut, oh, er hat sich mit dem Schläfer connected. Aber der Schläfer scheint nicht zu ihm vorgedrungen zu sein, okay. Okay, alles klar. Okay, da den Weg kenne ich schon. Ach, guck mal, hier sind aber auch nochmal zwei Wege. Kann man die jetzt einfach drücken, oder? Nee. Aber hier gibt es eine Menge Wege in diesem Loch. Mal sehen, was ist denn die Klaue Belias? Hier. Oh, man kann sie einfach anlegen, oder wie? Wow. Okay, sie hat sehr viel Schaden gemacht. Okay, dann tun wir das vielleicht nicht. Aber was stand denn da oben? Moment. Die Waffe lässt sich nicht anlegen. Okay, alles klar. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie so ein Hinweis gewesen. Okay, Harald, lassen wir hier mal chillen. Wobei, wir können eigentlich mit ihm mit rüber. Mal eben schnell die Steinwächter platt machen. Ja, okay. Aber wir haben die ganzen Skelette. Damit können wir die platt machen. Stimmt, die Skelette waren sehr gut gegen die. Wir können uns ja eben mal kurz heilen. Das ist, glaube ich, zu wenig Mana. Geben wir uns eben mal wertvolle Mana. Zack, nehmen wir noch einen zweiten. Heilen uns einmal kurz. Sehr gut. Dann gehen wir doch schon mal auf unseren Skelett-Zauber. Oder vielleicht auch nicht. Die Tür muss man... Ah nein, die Tür geht nicht auf. Ach, das ist fies. Okay, da muss man nochmal von der anderen Seite. Vielleicht werden wir dann ein andermal... Andermal werden wir hier vielleicht nochmal in den Tempel gehen. Vielleicht so gegen Ende vom Spiel. Oder so. Das könnte sehr gut sein. Dass ich mir dann denke... Dass wir vielleicht die Geheimnisse hier im Tempel lüften und einmal uns jede Tür angucken. So, das haben wir erledigt. Mal sehen, was Torthos sagt. Nicht, dass sie uns gleich hier alle platt machen wollen. Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Ja, cool. Torthos hat einen epischen Vortrag gehalten. Ich würde einmal ganz gerne zu Skatty gehen. Vielleicht hat er auch noch irgendwas Cooles zu sagen. Mal sehen, ich denke, es ist sehr dunkel. Wir benötigen eine Fackel. Moment. Da haben wir sie. Ach, okay, wir können leider nichts zu ihm sagen. Ja, dann nehmen wir noch hier die Mana-Tränke. Den Rest lassen wir mal stecken. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zu Fortuno. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir Fortuno helfen können. Also, es wäre schon ganz cool. Also, so wie ich die Questlog verstanden habe, wenn wir ihm genug Sumpfkraut geben, dann sollte er uns eigentlich, dann sollte er irgendwie sich an irgendwas erinnern können. Bin ich auch sehr gespannt, um was es da genau geht. Wir sollten vielleicht auch dann mit dem anderen hier mal allen reden. Die sollten ja eigentlich recht happy sein, dass sie jetzt frei sind. Mal sehen. Ich habe Sumpfkraut für dich. Wir geben ihm einfach alles.
Ist immer noch nicht genug, oder was? Er kann sich ja nichts erinnern. Nee. Okay, das ist natürlich hart. Ich hoffe, wir werden noch ein wenig Sumpfkraut finden. Okay, Stängel haben wir eigentlich schon genug. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Ja, okay. Aber das mit Raven können wir aber leider nicht erzählen. Vielleicht sagt Lucia was Cooles. Nee, aber wir können hier handeln. Gib mir was zu... Mal sehen. Ja, aber sie hatte hier eigentlich nichts wirklich von Interesse. Nee, nicht wirklich. Okay. Wir werden jetzt einfach mal hier diese Tür anpacken. Ich habe mich ja vorher nie getraut. Okay. Ach so. Ich dachte, jetzt wäre hier einfach nichts. Oh, schön. Ein goldener Kelch. Ach, wir hätten die Tür aufmachen sollen. Ein goldener Kelch. Noch eine silberne Schale. Sehr gut. Eine Truhe. Schön. Links. Nee, okay. Zweimal links. Ah, okay. Eins, zwei, drei. Okay, dreimal nach links. Dann dreimal nach rechts vielleicht. Nee, okay. Dreimal nach links. Zweimal nach rechts. Und dann wieder nach links. Und dann nach rechts. Okay. Das ist aber eine schwere Kiste. Eins, zwei, drei. Und dann wieder zweimal nach rechts. Dann zweimal nach links. Und dann einmal nach rechts. Okay. No, Schinken. Ja, okay, fünf Schinken ist schon ganz gut. Ja, okay, für eine Kiste war das ein sehr guter Loot. Viermal... Ach, hier ist ja noch eine Kiste, die habe ich ja fast übersehen. Okay. Rechts... Okay, nein, rechts, rechts. Okay, zweimal nach rechts. Zweimal nach... Nein, einmal nach links, okay. Dann nach rechts, vielleicht noch ein zweites Mal, dann wieder nach links. Nee, okay. Also zweimal nach rechts, einmal nach links, dreimal nach rechts. Und jetzt ist sie offen, sehr schön. Extrakte Heilung, Mana, Trank, Rezept für Lust, Doppelhammer. Haben wir den denn... Haben wir sowas denn nicht schon gelernt? Könnte sein, muss nicht sein. Lust, Doppelhammer. Ja, hier haben wir es. Lust, Doppelhammer. Man nimmt den guten alten Lust-Hammer und destilliert ihn nochmal. Diese Mischung sollte nur von erfahrenen Schnapsbrennern hergestellt werden. Wenn sich ein Leider daran versucht, wird er nicht nur blind, sondern auch tot sein. Okay, es scheint das perfekte Rezept für uns zu sein. Oh, Lucia. Ja, sie wird sich bestimmt demnächst eine Hose holen, die heile ist. Nicht, dass man da permanent ihren Arsch sieht. Ja, stimmt, den Typen haben wir platt gemacht. Hier liegt er auch tot rum. Nicht so. Sind wir eigentlich jemals an seiner Kiste gewesen? Ja, es fühlt auch. Okay, wir waren schon mal an seiner Kiste. Ich denke mal, wir schlafen einfach mal in seinem Bett. Ja, wir schlafen einfach bis zum nächsten Morgen. Genau, wir stecken einmal kurz die Fackel ein. Wenn wir sie denn im Inventar auch finden, da haben wir sie. Ja, und dann müssten wir eigentlich... Genau, jetzt müsste das eigentlich klappen, dass wir dann Myx hier drüber bekommen zu Vatras. Ob wir ihn jetzt ansprechen müssen oder nicht, weiß ich nicht. Also da, wo ich... Ja, es war auch nur ein kurzer Satz, den ich gelesen habe. Da stand, dass Myx hier ihm wieder automatisch ist oder so. Moment, wir gehen einmal jetzt zu Satoras. Mal sehen, dann kommen wir eigentlich auch zu den Piraten, genau. Da sollten wir auch mit Greg dann reden, stimmt. Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myx hier ist schon nach Korinis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen, doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister.
Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Ja, wir kämpfen doch die ganze Zeit gegen Belia, das macht doch gar keinen Sinn, dass wir dann die Waffe benutzen können. Hä? Vor allem, wir sind ja auch Magier, wir laufen doch dann nicht mit dem... Okay, da stand zumindest nicht, dass das irgendwie Stärke oder sowas braucht. Ja, okay, vielleicht ist die Waffe cool, aber dann müssen wir den Zweihandkampf ja lernen. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Also wie ich verstanden habe, können wir diese Klaue nur benutzen, wenn wir irgendwie an dem Schrein von Belia beten? Ist eine gute Frage, ne? Na komm, wir machen noch mehr Smalltalk. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korinis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Na, cool. Satoros hat mega Respekt vor uns. Ganz ehrlich gesagt, ich würde sagen, er soll einfach diese scheiß Klaue vernichten. Ich will mit Belia nichts zu tun haben. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Also zerstört er sie nicht, sondern er wirft sie einfach ins Meer. Okay, so wie der Geist es uns eigentlich geraten hat, dass wir sie im Meer versenken sollten. Ich finde, das ist eigentlich genau die richtige... Wie gesagt, ich fände das jetzt irgendwie komisch, wenn man die Waffe benutzt. Und dann irgendwie mit Belia auch noch im Bunde ist. Weil wir kämpfen doch, wie gesagt, wir kämpfen doch gegen seine Armee. Ja, er wird uns ja dann nicht nur... Da denke ich mir, dann wird er dann später die Waffe eh irgendwie unbrauchbar für uns machen oder sowas. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für dich. Komme später wieder. Okay, schade. Es war zumindest ein Versuch wert. Adanos möge dich schützen. Danke dich auch, mein Bruder. Okay, cool. Cool, das hat doch gut geklappt. Wir sollten wieder die Klamotten wechseln. Moment. Hier zackten immer die Magierrobe. Sehr schön. Und dann sollten wir eigentlich ja direkt wieder zurück. Und dann sollte es auch weitergehen mit der Quest. Um das Auge Inos. Genau. Ach halt. Genau. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir wollten zu den Piraten. Und bei den Piraten dürfen wir auch unsere Magierrobe haben. Das ist in Ordnung. Zum Canyon. Genau. Hier wollen wir hin. Sehr schön. Vielleicht saufen wir uns erstmal schön ein mit den Jungs. Könnte sein. Wäre eigentlich eine gute Idee. Oh ja, Greg wird sich bestimmt sehr freuen, dass, wie heißt es, dass sie endlich hier Raven tot ist. Wir haben den Tod gerecht und so. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass er sich darüber freuen wird. Ja, und da frage ich mich auch, ob die Piraten dann wohl hier bleiben oder auch auf die Insel kommen. Das fände ich schon eigentlich ziemlich cool. Da vorne ist Alligator Jack. Er scheint zu chillen. Hier, die Jungs sind immer noch... Ach, die können ja gleich aufhören damit. Ja, haben Henry und so, die können dann Party machen. Ach ja, stimmt, ja. Das wird optimal. Die Jungs werden sich sehr freuen über die frohe Botschaft, dass die Banditen kein Problem mehr sind. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders aussehen. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da vorne sitzt der Boss. Hey, Captain, na, alles klar? Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Oh ja. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Danke sehr, danke sehr. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Oh, ein Ring, den wir erstmal unter unseren 1 Million Ring erstmal finden müssen. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Ach, das kennen wir doch schon. Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen mir und Nein, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Das kannst du laut... Er hat ja gesagt, dass er mit seinem Schiff hat er das Schiff, der, weil halt eben so lange kein Schiff mehr nach Korinnes gekommen ist. Und das erste Schiff, was sie dann gesehen haben, das war das der Paladine. Und die haben ihn versenkt. Ja. Deswegen hat er kein Schiff mehr. Er hat nur so dieses Bötchen da mit der coolen Piratenflagge hier. Ja, das stimmt. Aber mal sehen, wir haben hier bestimmt noch ein paar Quests. Skip ist auf dem Trockenen. Ach ja, er wollte diese 20 Flaschen haben. Das war irgendwie... Ja, da unten südlich von uns, da dieser See, da soll das ja irgendwo sein. Aber ganz ehrlich gesagt, habe ich es nicht gefunden. Ich denke, das ist auch nicht allzu dramatisch, wenn wir dafür Skip das nicht erledigen. Aber ich meine, hier war noch eine Quest gewesen mit so einem Brandon. Ja, ein Drink für Brandon. Grog ist Brandon nicht genug, er will einen schnellen Hering, das Zeug gibt es nur bei Samuel. Das haben wir irgendwie vergessen. Wir haben den schnellen Hering, glaube ich, selber getrunken. Deswegen, wir gehen einmal zum Schnapsbrenner, holen das Zeug und geben das bei Brandon dann ab. Und dann können wir uns wieder mit der Hauptquest beschäftigen. Ja, dann sind wir wieder voll dabei, das Auge Innos irgendwie fit zu machen. Hey Samuel, na alles klar. Moment, halt. Warte, was wollen wir haben? Ich will einen Grog abholen. Wir können Ihnen das Rezept geben. Ach, guck mal. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Das ist das absolute Mörderzeug, pass auf. Geil. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Ich bin sofort dabei. Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Oh Mann. Können wir uns dann den schnellen Hering, wo können wir uns den denn holen? Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Hier brauchen wir den schnellen Hering, genau. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Und dann sagen wir mal vielleicht einen so einen Doppelhammer? Gib mir einen doppelten. Einen doppelten Hammer. Mach dich nicht unglücklich, Kleine. Ich hoffe, der ist nicht für dich. Natürlich ist er für uns. Selbstverständlich. Was gibt's Neues im Lager? Francis hat sein Fett weg. Du glaubst ja gar nicht, wie mich das freut. Du bist in Ordnung. Komm, wir trinken ein. Der geht auf mich. Oh ja. Und Grog ist endlich zurück. Er hat zwar das Schiff verloren, aber zumindest bringt er wieder Ordnung ins Lager. Na schade, ich dachte, wir beide saufen jetzt ein. Okay, gedanklich, ich komme später nochmal vorbei. Oh, hier ist eine Pulle rum. Cool, die nehme ich mal mit. Sehr cool. Ach, sehr schön, sehr schön. Mal sehen, was macht denn dieser Loose-Doppelhammer? Okay, nicht, dass der uns killt, wenn wir ihn saufen, ne? Macht den härtesten Trinker müde. Vielleicht ist die auch wichtig für irgendeine Quest? Ne? Könnte schon sein. Könnte sein. Das könnte wirklich sein. Er hat ja gesagt, ich hoffe, das ist nicht für dich selber. Wir werden einmal speichern. Würde nur mal gerne wissen, ob das irgendwie... Ach, das macht Schaden. Okay. Ich lade dann eben kurz einmal. Das war der Plan. Ich wollte einfach nur wissen, was die Wirkung ist. Ich hatte ja kurz auch noch die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht Erfahrungen oder so gibt.